Jawohl, es geht weiter mit Far Cry 2. In der letzten Folge konnten wir den Bruder des Polizeichefs dazu überreden, uns das Buch auszuhändigen, das jetzt den Polizeichef selbst dazu veranlasst, hier Unterschlupf zu suchen. Und wir können ihn jetzt bequem meucheln. So der Plan. Vorher habe ich mir aber vorgenommen, dieses Lager hier zu befrieden, indem ich alle kille. So läuft das in Afrika. Bislang haben sie noch nichts gesehen. Habe ich keine. Ja, habe ich. Nein, 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 nein! Was war das denn? Das war eine Granata. Rocco Granata. Oh, da schleicht schon einer. Lebt noch, Scheiße. In den Arsch. Und ein Flächenbrand. Scheiße, scheiße. Wow! Hast du das gesehen? Heilige Scheiße! Der ist runtergefallen aufs Fass. Das Fass ist hochgegangen und zack, bumm. Das war episch. Das war episch und es ist auf Kamera. Ich hab's auf Film. Glaubt mir sonst keiner. Brennt die Brücke eigentlich auch? Normalerweise müsste sie ziemlich gut brennen, aber bin mir nicht sicher, ob das vorgesehen im Spiel. Vorgesehen ist im Spiel, weil sonst könnte man da nie wieder rüber. Also man könnte schon, man könnte schwimmen, aber geht da noch was hoch? Das sieht aber auch nicht schlecht aus, schau mal. Wow, die Brände haben sie beeindruckend hinbekommen. Wow, wow, wow. Ey! Was ist denn das? Ey! Ey! Da habe ich aber was angerichtet. Zerstörungswut. Das Wasser hat's überlebt. Das ist jetzt kochend heiß. Kann ich mir einen Earl Grey machen? Brauche nur den Beutel reinhängen. Also den Teebeutel, nicht meinen Beutel. Den hänge ich nirgendwo rein. Das war die Granate, die mir gefehlt hat. Es war sehr wohl platziert, der Granatenwurf. Ich habe ein Chaos ausgelöst mit einer Granate. Aber wie mache ich das jetzt? Wo muss ich hin, damit das freigeschaltet wird? Da runter? Nee. Wo ist die Schlüsselstelle? Damit es gilt. Ich stehe genau drauf. Ah, jetzt. Das Feuer ist erloschen. Jetzt geht's. Sie können jetzt speichern. Danke sehr. Speichere ich auch. Ich hätte natürlich sonst auch speichern können, aber das ist wieder ein anderes Thema. Boah, das war jetzt episch. Alle Achtung. Ich bin noch ganz hin und weg. Schade, dass ich das Wasser hier nicht mitnehmen kann. Oh! Arsch verbrannt! Wieso ist da immer noch ein Vorhängeschloss? Soll der Blödsinn? Es hat doch gesagt, ich habe ihn freigeschaltet. Wieso ist da ein Vorhängeschloss dran? Das dürfte nicht sein, oder? Das sieht man hier nicht. Das habe ich vergessen. Ist jetzt überall. Sind da normalerweise Vorhängeschlösser oder nicht? Ich will jetzt nicht gehen und dann später dahinter kommen, dass das nicht gegolten hat. Da müsste irgendwo ein Munitionsdings sein. Na? Und dann speichert es. Also dann schaltet es frei meistens an. Der Munitions... Jetzt! Siehst du, das war noch nicht. Gut, dass ich zurück bin. Gottes Willen. Gut, dass ich zurück bin. Manchmal mache ich auch was richtig. Ab und zu. So, den Weg können wir zu Fuß gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber nicht auf der Straße, bitte. Da steht schon ein Auto.
Da war ich schon mal. Das ist schon... Ach so, das war der Unterschlupf. Den habe ich gleich mit befriedet. Tante Frieda. Das ist eine Kreuzung. Ist da ein Diamant? Oh, nee. Oi. Ich höre es schon. Hat jemand den Motor gestartet? Police Station. Ja, genau, da müssen wir hin. Aber wie? Da vorne, dann rechts abbiegen. Vielleicht kann ich da schleichen, ha? Ich hätte doch mit dem Boot fahren sollen. Da rein. Oh. Das ist der Unterschlupf. Stehe. Der ist freigeschaltet. Oder? Muss ich reingehen? Einmal. Da müsste da Josip drin sitzen, ne? Ja. Salut. Nein, das ist sie. Was macht sie? Sie wollen. Ich wollte. Alles klar. Kein Problem. Kamerad ist bereit zur Rettung. Ich brauche keine Rettung. Ich brauche höchstens die Feuerwehr. Es brennt. Der Hut brennt. Also, da nach vorn und dann über die Brücke und rechts abbiegen. Nein, ich gehe da lang. Ich nehme den Schleichweg. Geht aber nicht, da ist Wasser. Ich schwimmen. Oh, da wimmelt es wieder. Es wimmelt. Da oben auch jemand. Ja, da oben ist auch jemand. Scheiße. Den werde ich schleichen. Abknallen. Eine Trillion Spielstände anlegen. In welche Richtung hat er geschaut? Halt still, wenn ich gut treffe. Ah, der hat einen Raketenwerfer gehabt. Hoho! Da oben ist auch noch einer, der hat mich auch noch nicht gesehen. Den muss ich ausschalten, weil die Sniper, die sind scheiße. Ich schleiche außen rum. Der Baumstumpf kommt mir da zur Hilfe. Ist nur schade, dass da keine Diamanten sind. So schön wäre es gewesen. Gleich en passant sozusagen ein paar Diamanten mitnehmen zu können. Wäre ideal. Was, da kann ich etwa gar nicht rüber? Na, ich kann ihn von hier erledigen. Ah, gezielter Schuss. Haben Sie was gesehen? Die Musik sagt ja, aber ich sag nein. Sie laufen noch nicht wie die aufgescheuchten Hühner rum. Das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Da sitzt einer. Bräuchte wieder so einen schönen Granatenwurf. Ah, der schläft. Jetzt schläft er. Für immer. Oh Scheiße, das haben sie nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe hier eine gute Position. Hier können sie einer nach dem anderen antanzen. Den Rücken habe ich mir schon frei gemacht. Außer sie schaffen es mich zum Runden. Zum Zingeln. Sie schaffen das immer. Die sind ganz schön gut im... Ist er? Flankieren. Das können sie. Wenn sie was können, dann flankieren.
Ach so, ich dachte, da steht jemand. Brauche ich eigentlich Gesundheit? Nein, aber er auch nicht mehr. Schleichend geht die Welt zugrunde. Sie jämmerliche Kreatur, ich verachte sie und ihre Schwäche. Oh, das ist er ja schon. Und sie tun, was ich sage, sonst bringe ich Schande über sie und ihre Familie. Oh! Boah, da läutet. Boah, das geht aber schnell. Der Yoshi. Woher weiß er denn das? Der Stellvertreter gibt der UFLL die Waffen, genau wie ich gesagt habe. Die Waffen fahren jetzt los und ich überfalle sie. Kommen Sie her, dann machen wir es zusammen. Bäh, nein. Wir machen es nicht zusammen. Bisher pervers. Brauche ich jetzt Wasser? Nee. Ich will Wasser. Oh, diese schöne. Dieses Bildnis. Oh, ich höre es schleichen. Tot. Ich glaube, das war der letzte, ha? Nein. Es trommelt noch. Solange es trommelt, wird das nichts. Ha, soll ich da noch rauf? Oder zahlt sich das gar nicht mehr aus? Die Frage, ist da was oben? Was Schönes. Ja, ein Diamant. Da ist ein Diamant. Speichern und Diamant suchen. Genau vor mir. Und zwar nicht allzu weit vor mir. Ha. Soll denn das sein? Was macht denn der da? Oh Gott. Abgeknallt. Wer hat den Diamanten bewacht, ha? Da ist aber keiner. Sind die jetzt neu gespawnt oder was? Ich glaube, der Diamant ist da oben. Da! Am Dach! Wetten wir, dass er am Dach ist? Was wollen wir wetten? Ich muss darauf und darüber springen. Okay, ich verstehe schon. Da, ich sehe schon blinken. Klar, im Sinn aufs Dach. Ist aber ein gutes Versteck. Muss ich ihn lassen? Ich hätte ihn auch aufs Dach gelegt. Hätte ich einen Diamanten? Die Frage, geht sich das aus? Ja, es geht sich aus. Ah, hübsch. Gleich klingelt es in meinen Ohren. Ah. Hm. Das freut den Onkel Clarence. Habe ich... Nein, ich habe nicht volle Munition. Wo muss ich jetzt hin? Da lang. Wieder zurück. Ich werde noch kurz aufmunitionieren. Kostet ja nichts. Was ist da gestanden? Unterschlümpfe sind jetzt mit großen Verbandskästen ausgestattet, oder was? Habe ich mich da verlesen? Wo ist das? Ui, es ist nicht weit, das ist gut. Wir nehmen das Boot und fahren darüber. Ist das ein Plan? Der Weg müsste frei sein. Das ist der Vorteil, wenn man alle umbringt. Hat freie Bahn. Bei dem Rumgeschleicher ist das nicht ganz so leicht, weil... Mal immer schauen. Was ist dir lieber? Tod durch Kugelhagel oder tot durch Ersaufen? Such's dir aus. Irgendwo ist da noch jemand. Ich höre den. Ich höre die Trommeln. Da ist er.
Die sind etwas schlecht heute. Ich glaube, das liegt daran, dass es Nacht ist. Macht eigentlich Sinn. Noch einer. Die Schützturm macht eigenartige Geräusche. Ich werde ihn schreien. Ich hoffe, ich bin es nicht gleich, der schreit. Kann sein. Da ist niemand, ich sehe niemanden, zumindest. Oh. Nee, ich glaube, ich halluziniere. Da ist noch jemand. Muss ich mir da Sorgen machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht auch ohne ein Auto. Darüber. Das ist weit. Da wäre gleich ein Auftrag. Huh? In diesen Funktürmen ist immer ein Auftrag abzustauben. Wow, was war denn das? Hast du das gesehen? Da ist was gehüpft. War das ein Zebra? Oder halluziniere ich? Nein, das war ein Reh. Ein Reh war das. Bambi turnt hier rum. Schau, da ist es. Das Reh. Und hier ist der Auftrag. Und da oben ist ein Diamant. Ist der schon offen? Nein, er ist noch zu. Kann ich während des... Nein, das geht jetzt noch nicht. Ich bin ja noch in der Mission, mehr oder weniger. Ja, da piept es gleich. Danke. 76 habe ich jetzt. Das reicht für einen Tarnanzug. Und vielleicht noch ein kleines Extra. Die Frage ist, wie komme ich da rüber? Da ist ein Hügel. Riesenhügel. Wer bitte stellt hier einen Funkturm auf? Den stellt man ja auf eine offene Fläche, nicht hier neben den Felsen. Ist ja hirnrissig. Wer würde sowas machen? In echt. Au! Was? Da schießt jemand. Aber er trifft nicht. Ja, ich glaube, die wollen mich da von oben abschießen, aber sie schaffen es nicht. Sind sie völlig außer sich dadurch? Ha, selber schuld. Ich bin zu nah am Bergrücken. Am Rehrücken. Oh. Das Problem ist, sie haben alle alarmiert in der Umgebung. Das heißt, sie kommen jetzt auch von vorne. Ich stelle mich hier an den Baum, damit sie mich nicht überfahren. Boah, die schießen und schießen. Aber ich glaube, das gilt gar nicht mehr, weil der Josip hat ja gesagt, oder der Typ da am Telefon, das war glaube ich nicht Josip, der hat gesagt, ich soll mithelfen und ich glaube, sie haben es nicht abwarten können. Sie haben gleich ohne mich angefangen. Auch nicht die feine englische Art. Schauen wir mal nach hinten, dass mir niemand in den Rücken fällt. Wow. Also ich... Da geht's ordentlich ab. Ich glaube, ich habe den ganzen Spaß verpasst. Wow, schade. Schade, aber ich glaube, die DAX, genau sie ist es. Die hilft mir. Bin ich so übel? Oh, Baby. Ja. Setz dich. Schade. Jetzt schleift sie mich weg. Ich hoffe, sie macht nichts Unanständiges mit mir, während ich bewusstlos bin. Oh, nein, nicht mit der Kneifzange. Ich bin hier, oh. Alles ist gut. Wir sehen uns wieder. Machen Sie brauche eine Spritze. Verarzten Sie sich.
Ja, ich mache ihn nicht auf hart. Er ist von Natur aus hart. Bei deiner Einflussnahme wird alles hart. Hier. Worauf schießt sie? Da lebt noch jemand oder was? Da ist Öl ausgelaufen. Schau, der Dings ist weg. Der blaue Kreis ist weg. Habe ich jetzt die Mission versaut oder was? Oh, das ist aber scheiße. Da ist noch jemand. Machen Sie mich auf, verarzten Sie sich. Nein, ich verarzte mich nicht. Ist nicht nötig. Ah, sie schießt. Au! Sind die alle? Fragen Sie nicht auf hart, wird sie gleich sagen. Manchmal muss es auch hart sein. Granaten habe ich 2 verbraucht diesmal. Geht das noch hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles gemacht, was von mir verlangt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es war. Ich bin einfach hier gewesen, zur rechten Zeit, am rechten Ort, oder was? Ich glaube, das war's. Nehme ich mal an. Da ist noch ein Unterschlupf, den ich befreien werde in der nächsten Folge, aber... In der nächsten Folge werden wir diesen Unterschlupf auch noch freischalten, also dieses Lager befrieden und uns gleich einen Auftrag hier an dem Funkturm holen. Genau, das machen wir alles. Aber in der nächsten Folge, wie gesagt. Also, bis dann. Tschüss.